Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge von Rock of Ages 2 mit mir, dem Stier, dem Dr. Raxo. Vielen Dank für euer heutiges Dabeisein. Ja, in der letzten Folge haben wir hier dieses Level gemacht, das Schottland-Level in der ersten Folge. Und dadurch haben wir jetzt die Feuerwerkskanone freigeschaltet, die hier einfach so rumlag und können jetzt auch hier lang, was ich sehr interessant finde, weg damit. Und haben ein neues Level freigeschaltet, nämlich Oslo. Okay, scheinbar im Krieg und wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Bis gleich. Ja, nice. Alter, jetzt kämpfen wir einfach gegen den Schrei. Ach, ich liebe dieses Spiel. Zumindest den Humor. Das Gameplay ist auch nice. So, was ist denn das für einer? Stärke. Mir ist schon die Stärke wichtig und der hat schon die meiste. Geschwindigkeit wird überbewertet. Gewicht. Ich nehme einfach mal den Standardball. Eine Bank, Turm natürlich, Feuerwerkskanone schießt mit explosivem Feuerwerk auf zufällige Flächen um sich. Ja, wenn man das in einer Mauer kombiniert, kann das schon ganz gut sein. Was ist denn das für eine Map? Das würde mich mal interessieren. Denn wenn ich das sehen könnte, wüsste ich halt, ob diese Sprungbrettfalle hier irgendwie nützlich ist. Ich nehme sie einfach mal. Juhu! Ja, genau. So, ab zum Ball. Und warte, haben wir irgendwelche Vorkommen für eine Bank? Ah, so, nur wenn man die Bank in der Hand hat. Ach, guck mal, da kommt er gar nicht richtig dran. Zack, boom, bam, machen wir hier mal eins hin. Und dann machen wir da eins hin. Dann hier bitte. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt alles richtig mache. Und ich glaube, das war es sogar schon. Mit den Vorkommen. Ab wann kann man denn setzen? Ach, hier. Klatschen wir hier noch eine schöne Mauer hin. Und hier noch so eins. Und gegen Ende will ich halt sowas machen, dass ich nochmal so eine fette Mauerschicht mache. So eine richtig fette Mauerschicht. Und dahinter... Ach so, das macht keinen Sinn. Ja, verkaufen wir diese Schicht hier nochmal... Ah, es dauert so lange. Wieso gibt es hier keinen Verkauf-Button, auf den man draufklicken kann? Das wäre doch so viel besser. Weg damit. Ich kann es immer noch nicht setzen. Ach so, stimmt. Ja, macht ja Sinn. Macht Sinn. So. Jetzt kann ich da natürlich nichts mehr hinsetzen. Sterb. Ich soll einfach sterben, Leute. Ich will ihn nicht mehr hier haben. Und nochmal kurz davor. Wird er nochmal hier hin katapultiert. Und ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und mein Name ist SpongeBob. Nein, das ist nicht. Ach so, es gibt ja hier sogar eine Map. Der hat diese Dinge auch benutzt. Ah, Gott. Bank. Aus dem Weg, Bank. Ich will das an der Seite nicht sehen. Ich will die Map sehen. Ah, da ist die Map. Er ist fast so weit wie ich. Das müssen wir verhindern. Mir fällt ein. Im Tutorial wurde einem gar nicht beigebracht, wie man springt. Alter. Sterbt. Ihr blöden Kanonen. Und ihr sollt auch nicht mehr leben. Ja, Mann! 176 Schaden, ist das gut? Ich weiß es nicht, Leute. So, ah, da ist der Feind. Scheint zu helfen.
Okay, es hat scheinbar einen Cooldown. Ich kann es also nicht mehr setzen. Oh nein, das hat ihn leider nicht aufgehalten, guten Schaden zu machen. Schade. Schade. Wieso kann ich das nicht setzen? Ach so. Ja, ja. So geht's auch, ne? Ist zwar ultimative Verschwendung. Und ich würde sagen, wir sollten uns lieber hier aufs Ende konzentrieren. Oh mein Gott. Ach, ja, ja. Und dann noch so eine kleine Mauer davor. Perfekt. Er muss einfach sterben. Ich fühle es in meinen Genen. Komm, Ball. Zack, boom, bam. Direkt los. Und diese Minimap will ich auch die ganze Zeit im Blick haben. Oh, er baut was. Feuerwerk. Feuerwerk. Och Gott. Nice. Weg mit euch. Nein, 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 nein. Okay, dann mal hier lang. Oh. Ach Gott, was ist das? Nein, 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 nein. Was war das? Was zur Hölle war das? Oh mein Gott. Und was hat er gerade an mir geklebt? Nein, 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 nein. Oh Gott. Ich bin so schlecht. Leute, bitte verzeiht mir das. Ich habe den ersten Teil auch nie gespielt. Und ich hatte schon Angst, dass man den spielen muss, um diese Kampagne zu verstehen. Aber nein, muss man nicht, denn sonst gäbe es in diesem Spiel kein Tutorial. Und die Story ist jetzt auch nicht sehr ausschlaggebend. Ach, guck mal, da ist er ja. Okay, das war jetzt ein bisschen überschätzt. Oh, er ist tot. Er wurde wegkatapultiert. Nein, er ist immer noch nicht... Was, der, von da aus kann man weiterfahren? Ach, komm. Ach, Spaßverderber. Oh, das war aber trotzdem irgendwie nicht so krass. So. Dann würde ich sagen, hier weiterhin ein bisschen Feuerwerk hin. Feuerwerk. Ich hasse dieses Lied. Jetzt habe ich aber einen Ohrwurm davon. Bin ich aber auch selbst dran schuld. So, dann hier hin. Hier hin. Und dann machen wir noch überall diese Feuerwerkswerfer hin. Und überhaupt. Und ich mag Affen und Bananen und eigentlich nicht. Hier noch so eine Mauer hin, damit er da nicht durch kann. Und das geht nicht. Weil Baum. Und jetzt muss er da durch. Und dann muss er dagegen. Und dann wird er vom Feuerwerk abgeballert. Und ich, ja... Nice. Das wird toll, Leute. Ich bin bereit für den letzten und finalen Schlag, solange ich nicht sterbe. Au! Ah! Er hat mich abgeballert! Au, au, au! Okay, wenn das so funktioniert, auch okay. Bin ich mit einverstanden. Und jetzt bremsen. Und jetzt habe ich überall diese Kühe. Ah! 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 Ja. Aber er ist noch nicht losgefahren. Aber ich bin halb tot. Die Kühe seht mich gar nicht. Ihr seht mich nicht. Also die Kühe sind relativ gut. Lass mich in Ruhe. Au! 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 Ich werde sowas von nicht schaffen. Nein, nein. Er hat all diese guten Sachen. Hilfe. Komm, bitte, 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 bitte. Nein, ein Fitzelleben. Naja. Egal, Leute. Jetzt kann ich immer noch die Zeit damit verbringen, sein Leben zu ruinieren. Jawohl! Gehittet. Nein, wieso geht das nicht mehr? Woo! Fall ins Wasser!
Oder auch nicht. Dann ruinier mir halt mein Leben. Mann. Wehe, du. Huh! Oh Gott, Leute. Das wird ein bisschen komplizierter jetzt. So, nochmal am Anfang ein bisschen aufhalten. So. Oder auch nicht. Okay, dann halt nicht. Dann halte ich ihn halt nur am Ende auf. Sagt mir im Übrigen Bescheid, falls meine Taktik absolut beschissen ist. Würde ich nämlich verstehen. Kritik ist immer erwünscht. Hate blockiere ich trotzdem. So. Wieso erst ab hier? Okay, dann halt erst ab da. Hui, Leute, ja. Au! 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 Ich habe einfach jetzt schon fast die Hälfte meiner Leben verloren. Typische Taktik, einfach hier rüber. Als ob der Typ da hinten langfahren darf, aber ich nicht. Und als ob ich erst hier wieder gespawnt werde. Er wieder so ein Bullen. Ich habe Leute getötet. Oh nein, ich wollte niemanden töten. Ich wollte Leute foltern. Nein, wollte ich nicht. Das Ding ist halt, wenn der an mein Ziel kommt, bin ich tot. Und wenn ich nicht ans Ziel komme, dann bin ich, ja, tot. Ich muss das vor ihm schaffen. Komm. Nein. Nein, Hilfe! Er ist fast am Ziel. Nein. Nein! Er darf das Ziel nicht vor mir erreichen, Leute. Wieso darf er das und ich nicht? Jetzt schafft er es vor mir. Nein. Gott. In mein Gesicht, Alter. Oh, ich wurde verpufft. Oh, nice. Wir haben den Typen einfach mal sowas von rasiert. Das war's dann auch schon mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit ich mich verbessern kann. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Tschüss.